So, Freundinnen und Freunde von Salz und Blut, schön, dass ihr da seid zu diesem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Gamma Lunatic und bevor wir mit dem Thema anfangen, ihr kennt das Ganze, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Follow auf Twitch da, twitch.tv/GammaLunatic. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt mir einen Kommentar, ich gehe so gut wie auf jeden Kommentar ein, ich beantworte alle Fragen und wenn ihr zusätzliche Fragen habt, dann könnt ihr das, wie gesagt, in den Kommentaren erfragen oder ihr könnt auch gerne auf Twitch rüberkommen. Ich streame jeden Tag bis auf Montag, Montag ist Schontag, ab 21 Uhr. Danke für den Support, wir sind jetzt bei 1000 Abos hier auf YouTube, vielen lieben Dank für den Wahnsinns-Support. Nicht nur auf Twitch geht es bei mir aktuell jetzt durch die Decke, sondern ich merke auch, dass mein YouTube-Kanal sehr gut bei euch ankommt. Gerade die Tutorial-Videos kommen wirklich sehr gut an, erfreuen sich hoher Beliebtheit. Vielen Leuten hilft es, ich kriege sehr viel positives Feedback und ich bin sehr überwältigt davon und deswegen machen wir damit auch weiter. Ihr seht schon, wen wir hier stehen haben, die gute Tante Leatherface. Und deswegen, ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, wird es heute ein Tutorial zu Leatherface geben. Ich baue das Ganze genauso wie immer auf, in Kapiteln. Ich gehe das Ganze Stück für Stück durch. Ihr könnt euch das Kapitel angucken, welches ihr sehen möchtet. Wenn ihr also schon Ahnung von Leatherface habt und die Basics nicht braucht, könnt ihr die Kapitel überspringen. Ihr könnt direkt in die Addons reinspringen oder in die Perks reinspringen, wenn euch interessiert, welche Perks und Addons ich für ihn empfehle. Und ich habe am Ende auf jeden Fall wieder einen praktischen Teil. Diesmal habe ich es ein kleines bisschen anders gestaltet. Und zwar werde ich erstmal Trockenübungen zeigen in einem Kill Your Friends Match. Da werde ich zeigen, wie funktioniert die Fähigkeit genau. Denn viele Leute wissen nicht ganz genau, wie funktioniert das. Also wie benutzt man den Charge denn eigentlich richtig? Man muss die Theorie dahinter verstehen. Wenn man sie verstanden hat, ist es ziemlich einfach. Und da kann man viele witzige Dinge damit machen. Und das macht auch die Stärke von Leatherface aus. Diese Dinge, die man damit machen kann, die zeige ich in Clips. Also ich habe wirklich eine ganze Menge praktische Clips, wo man ganz genau sieht, wie funktioniert das denn eigentlich. Denn ich gehöre zu den Streamern, die es bevorzugen, wirklich zu zeigen, wie Dinge funktionieren und nicht nur zu sagen, du musst wissen, wie. Zu sagen, du musst wissen, wie, ist immer doof, wenn man dann nicht zeigt, wie es denn eigentlich funktioniert. Man lernt, indem man es sieht. Das ist auf jeden Fall für mich persönlich der beste Weg zu lernen und ich glaube auch für euch. Gut. Dann habe ich jetzt erstmal genug geredet. Wir steigen ins erste Kapitel ein. Wir widmen uns erstmal den Basics von Leatherface. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Tutorial. Und los geht's. Hier sind wir nun also in der Charakterinformationstafel von Leatherface. Wir fangen erstmal mit den Teachable Perks an. Wir haben einmal Knockout, wir haben einmal Barbecue Chili und wir haben einmal Franklin's Demise. Ich werde die Perks jetzt kurz erklären und dann sagen, wie gut oder wie schlecht ich die ganzen Perks finde. Wir fangen an mit Knockout. Was macht Knockout? Wenn du jemanden mit der Basisattacke in den Dying State bringst, dann sehen die anderen Survivor die Aura von der Person nicht mehr, wenn sie weiter als 16 Meter von ihm weg sind. Die Basisattacke ist der Hammer, nicht die Kettensäge. Das ist schon mal das erste Manko. Wenn du einen Killer hast mit einer Fähigkeit, wie zum Beispiel Leatherface mit der Kettensäge, Hillbilly mit der Kettensäge, Huntress mit den Wurfäxten, Twins, der Victor ist die Fähigkeit, und du downst einen Survivor mit der Fähigkeit, dann greift dieses Perk schon mal gar nicht. Ein Survivor, der mit diesem Perk mit der Basisattacke in den Dying State gebracht wird, krabbelt für 15 Sekunden 50% langsamer. Außerdem hat er für die gesamte Zeit den Blindness-Status-Effekt, das heißt, er sieht auch seine anderen Kameraden nicht, seine Survivor-Mates nicht. Und das Hören ist gedämpft, das steht hier nicht, aber beim Perk Knockout ist das Hören dann auch gedämpft. Das gehört nicht standardmäßig zum Blindness-Status-Effekt mit dazu. Es gibt noch ein anderes Add-on von der Hack, dieses abgeschnittene Ohr. Das macht auch dasselbe, also zumindest dieses Hören wird abgedämpft. Warum das jetzt hier nicht mit dabei steht, ich habe keine Ahnung. Aber es gehört auch mit dazu, ist mega nervig. Wofür ist der Perk gut? Es ist ein Slug-Perk, würde ich sagen. Ich weiß nicht, warum sie immer mal wieder dann solche Perks noch reinbasteln, weil eigentlich wollen sie ja nicht, dass gesluggt wird, denn Survivor beschweren sich ja immer darüber, wenn ein Killer ein Slug-Bild spielt. Aber es ist auch nicht so gut. Also gegen ein Survive with Friends Team lohnt sich das
zum Beispiel gar nicht. Weil die können halt miteinander reden und dann sagt der eine dem anderen halt, wo er liegt. Es gibt ja markante Punkte auf der Karte, zum Beispiel ich liege an der Blechbude, ich liege am Keller, ich liege am Hauptgebäude, ich liege da, wo der letzte Gen angemacht wurde, was auch immer, you name it. Und dann finden die sich auch so. Also ist das eher ein Perk, den man gegen Solo-Survivor einsetzen sollte oder könnte. Aber selbst da ist die Frage, ob das so sinnvoll ist. Weil hat jemand Unbreakable mit, dann steht er halt auch einfach so wieder auf. Sluggen ist sehr situativ. Es gewinnt dir nur das Match, wenn gewisse Voraussetzungen geschafft sind. Und dafür dieses Perk mitnehmen, nee, nicht wirklich. Also ich kann es nicht empfehlen. Das ist ein Gubbel-Perk und das lohnt sich nur, wenn man irgendwie ein Meme-Bild macht. Ansonsten Müll. Das nächste Perk ist Barbecue Chili. Das ist ein Perk, was ich immer wieder empfehle. Ich habe es schon 100.000 Mal erklärt. Ich werde es jetzt nochmal kurz erklären. Wenn du dieses Perk mitnimmst, bekommst du für jeden Survivor, den du das erste Mal hookst, einen Stack. Für jeden Stack bekommst du nach der Runde 25% Bonusblutpunkte. Das bedeutet, wenn alle vier Survivor mindestens einmal gehookt wurden, bekommst du von den Punkten, die du kriegst, die doppelte Menge nochmal oben drauf. Also sprich, Beispiel, 20.000 Punkte in der Runde gemacht, hast du vier Stacks, bekommst du nochmal 20.000 Punkte oben drauf. Ist also super, wenn man schnell Punkte haben möchte. Gerade am Anfang sehr wichtig oder wenn man so ein Power-Spieler ist, der unbedingt alles prestigieren will wie ich, dann ja, nimmt man das halt auch sehr häufig mit. Der zweite sehr tolle Effekt von diesem Perk ist, dass man die Survivor, die weiter als 40 Meter von dem Haken weg sind, wo man jemanden aufhängt, für 4 Sekunden sieht. Also hat eine Aura-Lesefähigkeit. Survivor können sich dagegen schützen. Sie können in Schränke reingehen. Also wenn du als Survivor vorher, bevor der Survivor auf den Haken gepackt wird, in einen Schrank reingehst und dann 4 Sekunden wartest und dann erst wieder rausgehst, dann sieht der Killer dich nicht. Gerade auf Killern, die sehr mobil sind, wie Nurse, Spirit, Hillbilly, Demogorgon oder Freddy. Demogorgon hat ja zum Beispiel diese Portale, wenn man die verteilt hat, kann das relativ mächtig sein. Aber ich würde auch sagen, dass es auf normalen Killern eine Menge bringt, weil man halt Informationen bekommt und weil man dann abschätzen kann, was machen die Survivor. Wenn man zum Beispiel sieht, dass die Masse der Survivor oder sogar alle nicht in der Nähe vom Haken sind, dann kann man getrost vom Haken weggehen und braucht da nicht rumstehen, weil man Sorge hat, dass direkt wieder unmittelbar einer in der Nähe ist und direkt wieder abpflückt. Also es lohnt sich wirklich sehr. Und dann haben wir als allerletztes Perk auf Leatherface das gute alte Franklin's Demise. Das ist auch ein Perk, was immer wieder von einigen Leuten empfohlen wird, gegen Lobbys, die viele Items haben. Ich halte es für nicht sonderlich stark. Warum nicht? Nehmen wir mal ein Beispiel. Sagen wir mal, du hast 3 Taschenlampen in der Lobby, ein sehr beliebtes Item. Und du sagst dir, ja, nimm ich Franklins mit, dann kann ich dir ja davon abhalten, mich zu blenden. Wenn du jemanden schlägst mit der Basisattacke, ist wieder ganz wichtig, denn nur das zählt, die Kettensäge zählt nicht. Sägst du jemanden um, lässt er sein Item nicht fallen. Du musst ihn also mit der Basisattacke schlagen. Dann droppt er sein Item, da an der Stelle, wo du ihn geschlagen hast. Dieses Item wird dir dann markiert, also im Umkreis von 32 Metern kannst du die Aura sehen. Und es wird dann vom Entitus verbraucht. Das heißt, wenn du also in der Nähe stehst, siehst du, wie das von weiß immer rötlicher bis knallrot wird. Und bei 90 Sekunden verschwindet es dann. Wenn jetzt wieder Leute Survive with Friends spielen, dann sagen die sich das gegenseitig und dann geht einer einmal hin, hebt es auf, legt es wieder ab und der Effekt ist weg. Dann liegt es da für immer, bis dann eben derjenige wieder kommt und es wieder aufhebt. Und du konzentrierst dich in der Chase meistens auf eine Person. Das bedeutet, selbst wenn du dafür sorgst, dass die Person, die du chased, die Lampe nicht mehr in den Pfoten hat und du hebst den dann auf, kommt wahrscheinlich doch nochmal jemand anders vorbei, der dann immer noch eine Lampe hat. Und wenn du dem dann aber vorher hinterher willst, bevor du den anderen aufhebst und dem dann wieder seine Lampe aus der Hand schlagen willst und es leben noch genug Leute oder der hat Unbreakable, dann steht der hinter deinem Rücken auch wieder auf. Also ist ein nerviges Perk, also viele Survivor nervt es, aber wahrscheinlich echt nicht das Effektivste. Und du willst auch eigentlich nicht 90 Sekunden auf einem Item sitzen, damit das 100% weggeht. Das kann man mal aus Meme-Gründen machen, aber das gewinnt dir keine Runde. Kleiner Exkurs.
wenn du wirklich drei Taschenlampen in der Runde hast oder die Vermutung hast, dass du zwei gute Leute oder auch eine gute Person mit einer Lampe hast und du möchtest dagegen geschützt sein, nimm Lightborn mit von Hillbilly. Lightborn macht dich immun gegen Taschenlampen. Das heißt, selbst auf Stufe 1 sorgt das Perk dafür, dass du nicht mehr geblendet werden kannst. Das ist also 100 Mal besser. Wenn du auf der freien Fläche jemanden auf den Boden geklatscht hast und du hast dieses Perk mit, kannst du einfach aufheben. Easy peasy, brauchst keine Angst haben, dass du mit der Taschenlampe geblendet wirst und dass der Survivor wieder befreit wird. Also das ist wirklich 100 Mal besser, wenn es darum geht. Okay, das waren die drei Teachable Perks von Leatherface. Und wie gesagt, das Beste davon ist Barbecue Chili. Das würde ich empfehlen. Schalte das frei, spiele es auf Leatherface oder level es auf den Charakter deiner Wahl. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum nächsten Punkt und zwar zu den Attributen und zu der Fähigkeit von Leatherface. Dann geht's sofort weiter. Bis gleich. Die grundlegenden Fähigkeiten von Leatherface sind sehr einfach erklärt. Er läuft mit 4,6 Meter pro Sekunde. Das ist die Standard-Trapper-Geschwindigkeit. Er hat einen 32 Meter Terrorradius. Das ist die Standard-Reichweite vom Terrorradius vom Trapper. Und er ist groß. Muss man nicht so viel zu sagen. Vielleicht eine kleine Anmerkung. Er ist groß, aber er ist zum Beispiel nicht so groß wie eine Plague, wie eine Seuche zum Beispiel. Also kann man mit ihm an einigen Stellen durchaus noch ein Mindgame machen, wo das mit der Plague zum Beispiel nicht mehr geht. Aber er ist schon sehr groß, also du siehst ihn schon über so ziemlich alle mittelhohen Loops drüber hinweg. Das muss man beachten, wenn man da Mindgames machen will. Kommen wir aber gleich auf jeden Fall nochmal zu. Dann kommen wir zu seiner Fähigkeit. Seine Fähigkeit ist die Kettensäge. Er hat einen Kettensägen-Sweep, den er machen kann. Das ist also anders als beim Hillbilly. Der Hillbilly hat einen Charge und kann damit schnell von A nach B über die Map sausen. Leatherface ist nicht so schnell. Er ist viel langsamer und seine Kettensäge hat auch eine ganz andere Funktion. Es ist eine schwere Attacke, mit der man einen oder auch mehrere Survivor ausnocken kann, und zwar instant. Also triffst du jemanden mit der Kettensäge, liegt die Person sofort. Stellen die Survivor sich doof an und blocken sich in einem Flaschenhals irgendwo gegenseitig oder kommen dir zum Beispiel die Kellertreppe gemeinsam Hand in Hand entgegengelaufen, dann sägst du sie alle einfach so um. Gar kein Problem. Die Kettensäge ist relativ schwierig einzusetzen, wenn man nicht weiß, wie sie funktioniert. Ich habe es immer wieder, dass mir Leute sagen, Gamma, ich weiß nicht, wie du das machst mit der Kettensäge. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Das werde ich gleich in meinem praktischen Teil genau im Detail zeigen und erklären. Deswegen gehe ich da jetzt hier nur grob drauf ein. Die Kettensäge hat einen Tantrum, also so einen Wutmodus. Wenn du sie zu lange auflädst und quasi die Ladung kurz vor knapp hältst, um sie zu chargen, dann kriegst du diesen Wutanfall, bist also kurz in einer Animation gelockt, wo du die Kettensäge hin und her schwingst. Und wenn du irgendwo im Charge gegen titscht und wenn es nur ein ganz kleiner Pixel ist, dann kriegst du auch diesen Tantrum, diesen Wutanfall. Also es gehört ein bisschen Übung mit dazu, durch enge Gänge durchzumanövrieren. Aber wenn du das kannst, dann kann die Kettensäge ein richtiges Monster sein. Das kann schon echt gut abgehen, insbesondere mit den Add-ons, die es gibt. Das werde ich euch aber gleich auch noch alles mit den Clips zeigen, denn ich habe da wirklich eine ganze Menge vorbereitet. Dürft ihr euch drauf freuen. Der praktische Teil fällt diesmal sehr, sehr prall gefüllt aus. Ja, also es ist pretty straightforward, würde ich sagen. Ist eine gute Fähigkeit. Leatherface hat eine gute Defense-Eigenschaft, also er kann gut Haken verteidigen, er kann gut den Keller verteidigen und er hat keine gute Map-Control, also große Maps sind nicht so gut für ihn. Aber ich würde sagen, er ist trotzdem kein schwacher Killer. Er ist wirklich sehr solide und wenn du aggressive Leute gegen dich hast und ein bisschen Übung mit der Kettensäge hast, dann kannst du damit auf jeden Fall eine ganze Menge Schaden anrichten. Und ein kleiner Fehler kann durchaus ein ganzes Team innerhalb von Sekunden vernichten. Das geht. Das habe ich auch schon öfters gesehen. Aber das schauen wir auf jeden Fall dann gleich rein. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Kapitel. Und im nächsten Kapitel stelle ich euch die Perks vor, die ich gerne auf ihm spiele. Danach gehen wir dann auf die Add-ons ein, die ich gerne auf der Kettensäge spiele. Und dann geht es auch schon in den praktischen Teil. Dann würde ich sagen, bis gleich.
Hier kommen wir jetzt zu dem Teil, wo ich die Perks vorstelle, die ich sehr gerne auf Leatherface spiele. Ich habe ja schon einige Videos zu anderen Killern gemacht und auch schon ein Video gemacht, in dem ich mein Standard-Perk-Build erklärt habe. Also für diejenigen von euch, die das schon gesehen haben, ihr wisst, was jetzt kommt. Ihr könnt das Kapitel wahrscheinlich überspringen. Für diejenigen, die es interessiert, werde ich es nochmal grob erklären, aber ich fasse mich kurz, wo ich mich kurz fassen kann. Whispers ist eines der besten Perks, wenn es darum geht, Leute zu finden. Mein To-Go-Perk, auch auf Leatherface. Wenn ihr wissen wollt, wie es funktioniert, ihr kriegt einen Link in die Infobox, klickt ihr drauf, schaut ihr euch an, seid ihr im Bild und seid glücklich. Barbecue Chili benutze ich auch so gut wie auf jedem Killer. Warum benutze ich das? Es ist eines der stärksten Perks im Game, meiner Meinung nach. Ihr könnt euch gerne den Teil angucken, wo ich die Teachable Perks vorstelle, denn da erkläre ich Barbecue Chili im Detail. Kein Problem. Know It habe ich auch schon 100-mal erklärt. Know It ist auch ein allgemeines Perk, wie zum Beispiel Whispers. Mit diesem Perk bekommt ihr am Ende der Runde, wenn entweder die Luke zugemacht wird oder wenn der letzte Gen angemacht wird, also wenn das Endgame Collapse startet, einen One-Hit auf alle Survivor, auch auf die Gesunden, und 4% mehr Movement Speed, wenn noch mindestens ein Blanko-Totem übrig ist. Ihr habt bis zu 5 Blanko-Totems. Wenn am Ende davon noch mindestens eines übrig ist, wird es entzündet. Oder wenn mehrere übrig sind, wird random eines von den übrig gebliebenen Totems entzündet. Und dieser Effekt ist so lange aktiv, wie dieses Totem steht. Also die Survivor können immer noch das Totem wegmachen und ihr verliert das Perk. Jetzt ist die Frage, warum nimmt man das denn auf Leatherface? Der hat doch eine Kettensäge. Ist doch ganz einfach. Die Kettensäge muss man aufladen. Das dauert Zeit, das kostet Zeit. Es gibt Stellen, an denen es schneller ist, mit dem Hammer zuzuklöppeln, als die Kettensäge aufzuschlagen. Zum Beispiel, wenn vor deiner Nase jemand durch ein Fenster klettert. Da wirst du es nicht schaffen, die Kettensäge rechtzeitig aufzuziehen. Und deswegen, gerade fürs Late Game, Know It. Wenn jemand darüber weint und meckert, dann sage ihm doch einfach, mach's Totem weg und dann ist auch das Perk weg. Oder mach vorher schon alle Totems weg, dann wird es gar nicht erst aktiviert. Es ist ein Late-Game-Perk, es ist ein Protection-Perk. Das nützt mir, dass ich dann am Ende nochmal ein paar Kills rausziehen kann. Jeder benutzt alles. Alles, was im Game drin ist, darfst du benutzen. Wenn dir jemand sagt, du bist ein Noob, weil du das benutzt, dann sage ihm, yo, schön, ist mir egal, interessiert mich nicht. Erzähl es irgendwie der Wand oder dem Universum. Ist mir völlig egal. Also mich juckt dieses Geweine nicht mehr. Auf Survivor-Seite hast du auch mit allen möglichen heftigen Perks zu kämpfen. Und wenn du da irgendwie dann was sagst, dann bist du gleich wieder, how dare you, wie kannst du nur? Aber auf der anderen Seite wird der andauernd gesagt, nö, das ist für Noobs. Also mir ist es völlig egal. Diese elende Dummdiskussion, die gebe ich mir nicht mehr. Also an dieser Stelle nochmal mein Tipp. Spiel einfach, was du möchtest. Und wenn du irgendjemanden hast, der dir die Ohren voll heult, dann sag ihm, talk to the hand, head's not listening. Ganz einfach. So, und dann haben wir noch Popgoes the Weasel. Das kann ich auch nochmal kurz erklären. Ist ein Perk, mit dem man, nachdem man einen Survivor aufgehangen hat, 45 Sekunden Zeit hat. Wenn man in diesem Zeitfenster einen Gen tritt, dann werden 25% vom möglichen Maximal-Progress abgezogen. Also es ist ein Perk, um Gens zu regressen. Es ist natürlich auf Killern, die mobiler sind, deutlich besser, weil die schneller von A nach B kommen. Und das trifft auf Leatherface jetzt nicht unbedingt zu, aber dennoch kann man es ganz gut nutzen. Was benutze ich alternativ auf Leatherface statt Popgoes the Weasel? Wie vorhin schon angesprochen, wenn man gegen Taschenlampen geschützt werden möchte, also wenn man mehrere Taschenlampen in der Lobby hat, dann nimmt man zum Beispiel Lightbone mit. Das lohnt sich wirklich sehr. Also wenn ich schon sehe, ich habe da 3 Funzeln, dann nehme ich das ganz gerne mal mit. Save the best for last ist auch ein Tip-Top-Perk. Dieses Perk sorgt dafür, dass die Basisattacke, der Cooldown von der erfolgreichen Basisattacke pro Stack um 5% reduziert wird. Jedes Mal, wenn du jemanden schlägst, der nicht deine Obsession ist, dann bekommst du einen Stack. Du kannst maximal 8 Stacks bekommen, hast dann also bei 8 Stacks 40% reduzierten Cooldown auf deine erfolgreiche Basisattacke. Das ist dieses Abschlackern vom Hammer zum Beispiel beim Leatherface. Und das Schöne ist, Leatherface hat die Kettensäge. Wenn du die Obsession schlägst mit der Basisattacke, verlierst du 2 Stacks. Also wenn die Obsession Full Health ist und du willst sie mit 2 Schlägen downen, dann bist du die Hälfte der Stacks wieder los. Da könntest du versuchen, die Kettensäge einzusetzen. Denn wenn du 8 Stacks oder wie viele auch immer hast, die Kettensäge auf die Obsession einsetzt und sie umknüppelst mit der Säge, dann verlierst du keine Stacks.
Stacks kannst du so lange sammeln, wie die Obsession lebt. Das heißt, auch wenn sie auf dem Boden liegt, auch wenn sie am Haken ist, das ist völlig egal. Solange wie sie noch lebt, selbst wenn sie dabei ist zu sterben, also solange sie noch in dieser Sterbeanimation ist, kriegst du noch Stacks, wenn du jemanden schlägst. Das ist zu beachten. Und wenn du keine Obsession mehr hast, dann aber gedestruckt wirst und noch andere Leute rumrennen, nicht nur eine Obsession, also wenn noch mehr als die Obsession dann da sind, kannst du wieder anfangen, Stacks einzusammeln. Also man kann mal hier mal da sich absichtlich vom Decisive Strike treffen lassen, damit man dann wieder eine Obsession hat und wieder Stacks sammeln kann. Das geht. Ist also durchaus ein interessantes Perk und ich würde sagen, es ist underrated. Es ist echt gut. Es kann wirklich so ein Clutch-Perk sein in gewissen Situationen. Ja, was haben wir noch, was Leute gerne spielen? Tinkerer, finde ich das jetzt so Premium auf ihm? Nee, nicht wirklich. Slopey Butcher lohnt sich in High-Rank-Games meiner Ansicht nach auch nicht so sehr. Thrilling Tremors ist auch eher meh. Thanatophobia ist auch meh. Ich habe das auch schon alles 100.000 Mal erklärt, warum ich diese Perks nicht so sehr mag. Was du vielleicht spielen könntest, wäre Agitation und Eiserner Griff. Und Insidious, wenn du dieses Keller-Bild machen möchtest, funktioniert aber natürlich nicht gegen gute SWF-Leute. Die wissen das, sie sprechen sich ab. Ja, aber wenn du Meme spielen willst, dann kannst du halt das spielen. Kannst halt auch noch Mad Grid mit dazu nehmen. Das kommt von Legion. Wenn du jemanden auf der Schulter hast und zu einem Haken trägst und dich blockt jemand oder will jemand blocken und du schlägst die Person, dann kann der Survivor auf deiner Schulter für 4 Sekunden nicht mehr wiggeln. Also kannst du den 4 Sekunden lang tragen, ohne dass der wiggelt. Ist auch nicht schlecht, wenn du dieses Meme-Bild bauen willst. Dafür lohnt sich das vielleicht mal hier mal da. Kommt aber natürlich auch drauf an, wie die Survivor spielen. Und du bist dann natürlich 4 Perk-Slots los. Also ein Ergriff, Erregung, Mad Grid, zu Deutsch heißt das, glaube ich, Irrer Mut. Und dann noch Insidious. Ja, ist ein Meme-Fun-to-Play-Bild. Wem das Spaß macht, kann man mal hier mal da machen. Gut, was haben wir sonst noch? Ruin. Ja, ich finde, es ist Müll, aber es gibt immer wieder Leute, die nutzen es halt ganz gerne nochmal. Aufgezehrte Hoffnung. Ja, kann man machen. Ist halt auch RNG-Perk. Ja, und ansonsten... Ja, eigentlich habe ich das, was ich spiele, genannt. Das ist dieses Perk-Bild und der Rest eventuell, wie gesagt, mal Save the Best, aber ansonsten alles andere lohnt sich aus meiner Sicht nicht so wirklich. Aber wenn ihr möchtet, dann schreibt mir gerne euer Lieblings-Perk-Bild in die Kommentare rein, dann gucke ich mir das mal an und kann euch dazu auch gerne noch was sagen. Ist gar kein Problem. Okay, dann schließt das die Perks ab und dann kommen wir jetzt zu den Add-ons. Dann geht's gleich weiter. So, dann sind wir hier bei den Add-ons, die ich jetzt einmal kurz überfliegen möchte. Also ich möchte mich auch hier nicht zu lange aufhalten. Wir haben einmal die braunen Add-ons, dann haben wir das Vegetable Oil. Slightly decreases the Chainsaw's Cooldown. Am Ende, wenn ihr mit dem Chainsaw Charge durch seid, kriegt ihr einen kleinen Cooldown und der wird dann halt verringert. Ist das Add-on stark? Nein, ganz minimaler Effekt nur. Dann haben wir den Speed Limiter. Ist ein Meme-Add-on. Wenn du jemanden hittest, dann bekommen die Survivor kein Dying State mehr. Und du bekommst aber da für einen Hit 100% mehr Blutpunkte in der Hitscore-Kategorie oder mit dem Hitscore-Event. Lohnt sich das? Nur wenn du memen willst. Ansonsten lohnt sich das nicht. Vor allen Dingen, weil du die Punkte halt in der Runde und nicht nach der Runde kriegst. Das ist immer so, bei solchen Add-ons, da kriegst du die Punkte immer in der Runde. Das heißt, die Kategorie, für die das zählt, hier müsste das Brutalität sein, die wird schneller aufgefüllt. Ja, viele Leute denken, oh, mehr Punkte, das ist geil. Aber du musst immer gucken, kriegst du die in oder nach der Runde. Das ist immer der entscheidende Punkt. In der Runde ist nie so gut wie nach der Runde. Haben wir einmal hier die Kettensäge. Slightly increases the rate at which charges replenish. Also die Kettensäge hat Ladungen. Und mit der Zündkerze werden diese Ladungen schneller aufgeladen. Ja, ist das gut? Nö. Kann man das mal hier mal da spielen? Jo, kann man machen. Aber hat keinen großen Effekt. So. Slightly reduces the tantrum duration, also dieser Wutanfall, den man auslösen kann, entweder indem man die Säge zu lange aufzieht und hält oder indem man irgendwo gegenstößt, wird von der Dauer leicht reduziert. Ist das stark? Nein, natürlich nicht. Aber ja, wenn man nichts anderes hat, könnte man das mal spielen. Moderately increases the rate at which charges replenish, dasselbe wie wir gerade schon hatten.
Genau, dasselbe wie mit der Zündkerze. Die Ladungen der Kettensäge laden schneller wieder auf. Ist das okay? Ist das gut? Ja, ist halt. Wenn du nichts anderes hast, dann nimm es halt. Slightly increases the amount of raffing available before triggering the tantrum. Was ist damit gemeint? Das ist ganz einfach zu verstehen. Du kannst die Kettensäge aufladen und dann musst du nicht komplett durchziehen. Also du hast so einen Ladebalken, das zeige ich euch gleich. Wenn du den komplett durchziehst, dann fängst du an zu sägen. Wenn du das zu lange hältst, kommst du auch in dieses Tantrum, hatte ich auch schon erwähnt. Und mit diesem Add-on kann man die Kettensäge länger aufgeladen halten, bevor dieser Wutanfall ausgelöst wird. Das Add-on lohnt sich aber gar nicht. Also, das ist nicht die Art und Weise, wie ich Leatherface spiele. Deswegen, keine Ahnung, was das soll. Also, das spielt es nicht, es lohnt sich nicht. So, dann kommen wir zu dem ersten wirklich interessanten, sehr guten Add-on, Knife Scratches. Hier ein Add-on, das ich sehr empfehle. Es ist ein gelbes Add-on, das kriegt man also relativ zügig. Und das ist eines der Add-ons, die ich sehr häufig spiele. Was macht es? Slightly increases Chainsaw Movement Speed. Also wenn du in diesem Kettensägen-Charge bist und die Kettensäge so hin und her schwingst, dann ist dein Movement Speed erhöht. Das ist gut. Das ist sehr gut sogar, weil viele Survivor rechnen damit nicht. Allerdings hat es einen kleinen Nachteil. Die Aufladezeit wird auch leider ein bisschen erhöht. Du brauchst also länger, bis du die Kettensäge einsetzen kannst. Ich weiß nicht, warum die immer so Nachteile auf diese Add-ons draufpacken müssen, aber es ist verschmerzbar. Also es lohnt sich trotzdem. Ich überspringe jetzt mal das nächste Add-on und zwar gehe ich direkt zum Chili. Warum? Weil man die beiden sehr gut kombinieren kann. Slightly increases Dash Duration when a token is consumed. Also wenn du einen Token verbrauchst und einen Kettensägen-Charge startest, dann wird die Dauer von dem Dash etwas erhöht. Das heißt, du hast eine längere Zeit, die du die Kettensäge schwingst. Und mit dem Add-on ist dein Movement Speed schneller. Das ist wirklich sehr nice. Da kann man super mitarbeiten. Da werde ich euch noch zeigen, was man damit machen kann. Und gleichzeitig hat man ein höheres oder ein längeres Chainsaw Sweep Window. Was ist mit dem Chainsaw Sweep Window gemeint? Das ist die Zeit, die man hat, um den nächsten Kettensägen-Charge zu triggern. Ist aber auch logisch. Wenn die Dauer von dem Charge länger ist, dann hast du natürlich automatisch gleichzeitig mehr Zeit, um den nächsten Charge zu triggern. Netter Nebeneffekt. Also die beiden Add-ons sind echt sehr, sehr gut. Zwei gelbe Add-ons. Wenn ihr also ein Poor Man's Good Add-on-Bild machen wollt, dann Chili und Knife Scratches. Lohnt sich. So, dann haben wir noch den Homemade Muffler. Also, das ist, glaube ich, ein, weiß ich nicht, ein Vergaser oder ein Auspuff, irgendwie so. Moderately reduces Tantrum Duration hatten wir schon. Also, die Dauer von dem Wutanfall, wenn du den drin bekommst, wird moderat reduziert. Lohnt sich das? Ich finde eigentlich nicht, nein. Ich spiele es nie. Dann haben wir einmal The Grease. Moderately increases the amount of raffing available before triggering a tantrum. Das habe ich gerade schon erklärt. Das ist also dasselbe Add-on wie dieses hier, nur mit moderately anstelle von slightly. Lohnt sich das? Nein. So, dann kommen wir zum nächsten sehr interessanten Add-on, The Beast's Marks. Ist im Endeffekt dasselbe wie Knife Scratches, nur mit dem Unterschied, dass du nicht slightly increases Movement Speed, sondern moderately increases Movement Speed hast. Hat auch den Nachteil, dass die Aufladezeit erhöht wird, aber der Witz an der Sache ist, auch nur slightly. Das heißt, ob du das hier oder das hier spielst, ist völlig egal. Der negative Teil ist derselbe. Allerdings hast du bei dem moderat erhöhtes Movement Speed. Mega nice. Das ist eines der stärksten Add-ons von Leatherface, meiner persönlichen Meinung nach. Das Chili hatten wir gesagt, passt ganz gut zu den Knife-Scratches. Kann man auch zum The Beast's Marks mit benutzen, aber wenn man die stärkere Variante haben will, dann nimmt man das Award-Winning Chili. Das Award-Winning Chili macht dasselbe wie das normale Chili, nur dass die Werte beide auf moderately gesetzt werden. Also The Beast's Marks und Award-Winning Chili sind die besten Add-ons. Und ich habe dazu ein paar Clips, wo ich euch genau zeige, was man damit machen kann und warum die so gut sind. Also dranbleiben. Seht ihr dann auf jeden Fall gleich im praktischen Teil. So, damit haben wir eigentlich schon alles Wichtige. Die letzten Add-ons erkläre ich der Vollständigkeit halber.
Hier haben wir einmal Shop Lubricant, Downing a Survivor with a Chainsaw, while no other Survivors are in your Terror Radius, will hide the Survivor's Aura for 20 seconds. Also, was macht das jetzt? Total Banane, oder? Also, wenn du einen Survivor mit der Kettensäge auf den Boden klatscht, während kein anderer Survivor im Terrorradius ist, dann wird die Aura von dem Survivor, die du auf den Boden geklatscht hast, für 20 Sekunden für alle Survivor nicht angezeigt. PogChamp, ist das gut? Nein, ist Müll. Du kannst überhaupt nicht kontrollieren, ob die Leute in deinem Terrorradius sind oder nicht. Oder du musst halt irgendwie Tinkerer mitnehmen und musst dann jemanden downen, während Tinkerer aktiv ist, was auch sehr situativ ist. Also, keine Ahnung, das ist Füllmaterial. Ich weiß nicht, wer sich den Scheiß ausgedacht hat, aber das ist Müll. Das ist richtiger Schrott, brauchst du nicht spielen. Denk gar nicht drüber nach. Vielleicht irgendein ganz wahnwitziges Meme-Bild, aber in meinen Lobbys lohnt sich nicht. So, dann haben wir hier Grizzly Chain. Survivors hit by the Chainsaw suffer from the Mangled Status Effect. Also, Survivor, die von der Kettensäge getroffen werden, sind zerfleischt. Ist okay. Die brauchen einfach länger, um sich dann hinterher wieder zu heilen. Kann man mal mitnehmen. Ist nicht das Beste, aber ich spiele es eigentlich auch nie, weil, wie gesagt, die besten Add-ons, die es gibt, habe ich gerade erklärt und die ziehe ich vor. Also die spiele ich eigentlich lieber als sowas. Dann haben wir hier einmal noch Begrimed Chains. Chainsaw Hit Cause Survivor to Drop Their Item. Ja, das ist so ein Poor Man's Franklins. Lohnt sich absolut nicht. Absolut nicht. Wasted Add-on Slot. Das Item wird zwar gedroppt, aber man kann es halt wieder aufheben. Also, ja. Dann haben wir die Rusted Chain. Survivors injured by the Chainsaw suffer from the broken status effect for 90 seconds. Does not stack. Also jemand, der von der Kettensäge getroffen wird, ist für 90 Sekunden broken, kann sich also für 90 Sekunden nicht heilen. Ja, ist okay, würde ich sagen, aber auch nicht großartig. Problem an der Sache ist einfach, die guten Leute interessiert das eh nicht. Viele von den guten Leuten heilen sich eh nicht. Dann haben wir den Light Chassis. Das ist also das leichte Gehäuse. While refing, see the auras of survivors within 8 meters. Ja, also das ist so ein Ding, das könnte man eventuell mit, Moment, wo war das? Genau. Mit the Grease oder einem anderen hier verbinden, weil hier kannst du länger die Kettensäge aufziehen, bevor du in dieses Tantrum kommst. Und mit dem Addon kannst du alle Survivor-Auren, während du die Kettensäge aufziehst, im Umkreis von 8 Metern sehen. An und für sich ein nettes Addon, aber 8 Meter sind einfach viel zu wenig. Also wenn das irgendwie 16 Meter wären, dann könnte man darüber nachdenken. Aber 8 Meter, das ist halt so weit, kannst du gerade mal spucken. Also lohnt sich nicht. Meme. Dann haben wir die Deep Gauge Rake, God Rake, irgendwie so. Also Tiefenmesser-Gedudel. increases the number of charges, also du hast mehr Ladungen, das ist ganz, ganz nice. Ich denke, eine Ladung mehr müsste es sein, ich glaube, das ist standardmäßig 3. Slightly increases the charge time, also du hast eine längere Aufladezeit, das ist nicht so cool. Slightly decreases the Chainsaw Sweep Maximum Speed, also die Geschwindigkeit von deinen Chainsaw Sweeps wird verringert. Zwei Nachteile, die sich dann auf der anderen Seite gar nicht mehr lohnen. Also, wenn es nur den Nachteil hätte, dass es die Aufladezeit ein bisschen erhöht, dann würde ich sagen, okay, könnte man machen. Aber dann auch noch langsamere Sägegeschwindigkeit, nee, der Trade-off lohnt sich nicht mehr. Absolut nicht. Dann haben wir hier das Award-Winning Chili. Habe ich gerade erklärt. Super-duper Add-on. Und dann haben wir noch die beiden roten Add-ons. Was machen die? Iridescent Flash. Hitting a survivor with a chainsaw replenishes its charges. Limits the maximum tantrum duration to 8 seconds. Also wenn du jemanden mit der Kettensäge triffst, dann werden alle deine Ladungen instant wieder aufgeladen. Das kann man ganz gut mit dem Tuning Guide verbinden. Und zwar, automatically consumes all charges when triggering a chainsaw sweep. Also wenn du deinen Sweep startest, wenn du die Kettensäge, den Kettensägenschwung startest, werden alle deine Tokens automatisch verbraucht und du bekommst im Endeffekt das Maximum an Reichweite. Slightly increases the Chainsaw's Sweep Duration, also die Dauer von dem Sweep wird leicht erhöht, das ist auch ganz nett. Slightly decreases the Chainsaw's Maximum Speed, die Geschwindigkeit wird leider verringert, das ist ein bisschen schade. Aber wenn man die beiden jetzt kombiniert und du fängst an zu sägen, und du verbrauchst durch den Tuning Guide all deine Tokens auf einen Schlag. Und du schaffst es dann direkt jemanden umzusägen, bekommst du alle deine Tokens wieder zurück.
Ist ganz nett, aber bei weitem nicht so stark wie Award-Winning Chili und The Beast's Marks. Und das ist, wie gesagt, das To-Go-Setup, was ich auf ihm spiele. Alles in allem, er hat ein paar gute Add-ons, die sich wirklich lohnen und die seine Standardfähigkeit wirklich nochmal stärker machen. Aber er hat auch eine ganze Menge Müll. Und generell kann man sagen, du kannst Leatherface auch gut ohne Add-ons spielen. Geht. Geht wirklich. Ist ja trotzdem immer noch solide. Wenn du so das gewisse Quäntchen haben willst, das gewisse Etwas haben willst, dann nimmst du im Idealfall die beiden mit. Oder wenn du nicht so viele Punkte hast oder nur die schlechteren, in Anführungsstrichen, Addons hast, dann nimmst du diese beiden mit. Das ist meine persönliche Empfehlung. Alles klar. Damit sind wir dann mit den Addons durch. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum nächsten Kapitel. Das wird das Kill Your Friends sein. Da werde ich euch, wie gesagt, die Standardfähigkeit genau demonstrieren, genau zeigen, wie das funktioniert. Und danach wisst ihr auf jeden Fall, wie ihr die Kettensäge einsetzen könnt. Und danach kommen die praktischen Beispiele. Alles klar, bis gleich. So, hier sind wir nun also auf Bloodlodge, Autohaven, Wreckers Yard. Und jetzt möchte ich euch demonstrieren, wie die Fähigkeit von Leatherface funktioniert. Ihr seht hier schon unten in der Mitte steht rechte Maustaste Use Chainsaw. Linke Maustaste ist Schlagen wie immer. Gut. Drücken wir also die rechte Maustaste und gucken, was passiert. Es kommt ein Ladebalken. Wenn ich die Maustaste wieder loslasse, bevor der Ladebalken voll aufgeladen ist, dann geht der Ladebalken wieder zurück. Und unten links in der Ecke, da wo ihr die 3 und die Kettensäge seht, das ist das Kettensägen-Symbol, seht ihr, wie sich so ein weißer Balken auflädt. Jedes Mal, wenn ich die rechte Maustaste drücke, wird er immer etwas weiter nach vorne gepusht. Und Achtung, jetzt komme ich in das sogenannte Tantrum, in diesen Wutanfall. Jetzt hast du wieder diesen roten Balken, der geht jetzt einmal drumrum. Dann geht er noch einmal drumrum. Dann geht er noch einmal drumrum. Und ich bekomme jedes Mal eine Ladung zurück. Also das ist mit Raffing the Chainsaw gemeint. Aufladen der Kettensäge. Du kannst sie ein bisschen halten. Aber wenn du es zu lange machst, dann kommst du eben in diesen Wutanfall. Und das haben sie gemacht, damit du nicht am Haken stehen bleiben kannst. Und permanent mit aufgeladener Kettensäge stehst und den Survivor abkämpfst. Ist aber nicht so wild, weil wenn jemand retten kommt und committet, dann kannst du sowieso die Kettensäge aufziehen und umsägen. Also das ist völlig egal. So, dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir die Kettensägenladung durchziehen. Ihr habt gesehen, die Kettensäge lädt sich auf. Dann bekommt ihr diesen Charge. Eine Ladung ist weg. Und am Ende von diesem Charge, das seht ihr auch an diesem roten Balken, wenn der dann abgelaufen ist, bekommt ihr einen Cooldown. Ihr könnt aber auch WASD benutzen, während ihr die Kettensäge aufgeladen habt. Wir tun jetzt mal so, als wenn wir in der Chase wären. Wir laufen dem Survivor hinterher und wir wollen ihn umsägen. Also wird die Kettensäge aufgeladen. So. Das war ein Kettensägen-Charge. Lädt sich jetzt wieder auf. Wenn man jetzt einen weiteren Kettensägen-Charge hinten dran hängen möchte, dann kann man die rechte Maustaste drücken, bevor der erste Kettensägen-Charge komplett abgelaufen ist. Die Kunst hierbei ist es, nicht instant die rechte Maustaste zu drücken, denn sonst verschwendet man etwas von seiner Reichweite und von dem vorangegangenen Charge. Man möchte warten, bis kurz vor knapp vor Auslaufen des vorangegangenen Kettensägen-Charges. Ich zeige euch das jetzt einmal. Kettensäge aufladen. Sägen und rechte Maustaste und rechte Maustaste. So, das ist so ungefähr das Maximum, was du bekommen kannst, wenn du den Kettensägen-Charge auflädst. Und beim letzten Mal kriegst du auch dieses Audiosignal, dieses Pling. Ich kann das nochmal machen und hier übrigens auch, achte mal drauf, dieses Flup-Geräusch oder wie du es nennen willst, das zeigt dir, ah okay, jetzt ist eine Ladung zurück. Das heißt, du brauchst auch nicht immer unten hingucken. Wir sägen. Wir benutzen noch eine Ladung. Und noch eine Ladung. Und da war das Geräusch. Dieses Geräusch zeigt dir, okay, du hast keine Ladungen mehr. Du musst nicht die Ladung aktivieren, die nächste Ladung aktivieren, kurz bevor der Charge ausgelaufen ist. Sondern du kannst es auch schon früher machen.
Also du kannst hingehen und jetzt direkt deine Ladungen verwursten. Das geht. Manchmal, wenn ich sehe, okay, den erreiche ich jetzt eh so oder so, drücke ich auch schon etwas früher die nächste Ladung rein. Aber du musst dir bewusst sein, du verschwendest dann natürlich Distanz. Du verschwendest Distanz. So, was man auch schon gesehen hat, ist, man kann Paletten klein sägen. So, das geht auch mit der Kettensäge. Genau, dieses Tantrum, das bekommst du auch, wenn du irgendwo reinsägst. Also, wenn du irgendwas berührst, dann kriegst du auch diesen Wutanfall. Und deine Ladungen müssen alle wieder neu aufgeladen werden. Ist also ziemlich punishing. Ja, also, es ist schon sehr, sehr nervig. Es kann zum Beispiel mal sein, dass du, sagen wir mal, hier mit der Kettensäge irgendwo reinsägst, das Tantrum bekommst. Und du kannst dich dann noch, hast du gesehen, so ein bisschen mit den WASD-Tasten in Richtung von einer Palette oder vielleicht auch einer Breakable Wall bewegen. Damit kannst du zumindest das Tantrum abbrechen. Die Ladungen müssen wieder aufladen, aber zumindest aus diesem Stun kommst du raus. Das ist so ein kleiner Trick. Wenn ein Survivor in der Nähe ist, da habe ich auch noch einen Clip, dann kann man auch den umsägen. Das geht. Also, wenn ihr irgendwas habt, womit eure Kettensäge interagieren kann, dann könnt ihr das nutzen, um dieses Tantrum abzubrechen. Ich zeige euch das nochmal. Also, sagen wir mal, ich säge hier aus Versehen in den Reifenstapel rein. Okay, war nicht so, wie ich wollte. Sagen wir mal, wir sägen hier in die Wand rein. Ja. Dann kann man sich noch so ein bisschen in die Richtung von der Checkpalette bewegen und dann kommst du zumindest aus diesem Tantrum raus. Das ist ein kleiner Trick, den man mal hier, mal da anwenden kann. Ja, und das ist auch eigentlich schon alles, was man zur Kettensäge, zur Mechanik sagen kann. Also, ja, du lädst auf, es geht los, du aktivierst deine Charge. Jetzt habe ich es gerade etwas verpasst, ich wollte die Charge wirklich kurz vor knapp einsetzen, die letzte. Aber man hat es verstanden. Also du lädst die Kettensäge auf. Du kannst sie nur eine gewisse Zeit lang halten, sonst bekommst du das Tantrum. Wenn du dann lossägst und du möchtest die nächste Ladung benutzen, dann drückst du die rechte Maustaste und du solltest gucken, dass das eben erst dann passiert, kurz bevor die vorangegangene Ladung ausgelaufen ist. Und das sieht man unten links in der Ecke an diesem roten Balken. Ja. Das ist im Prinzip alles. Ansonsten gibt es eben ein paar Tricks und Tipps und Kniffe, was man machen kann. Wie gesagt, die Add-ons hatte ich ja schon genannt, mit denen man eben größere Distanz überbrücken kann, weil die Dauer von einem Kettensägen-Charge einfach länger ist und mit denen man schneller wird. Also man ist am Anfang noch nicht maximal schnell. Man beschleunigt erstmal über die erste kurze Distanz und kommt dann auf die Maximumgeschwindigkeit drauf. Kann man auch nochmal drauf achten. Zum Ende hin wirst du ein bisschen schneller. Also Leatherface braucht ein bisschen, um die Maximalgeschwindigkeit aufzubauen. Das heißt, wenn du hinter einem Survivor stehst und du weißt, okay, den erreiche ich, weil der hat kein Fenster und keine Palette in der Nähe, kannst du schon anfangen aufzuladen und zu sägen. Und du brauchst dann so ein bisschen, bis Leatherface erstmal so richtig in Wallung kommt. Aber dann holt man noch auf und dann sägt man ihn noch um. Okay. Ich hoffe, dass ihr damit die Fähigkeit verstanden habt von Leatherface. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ich euch das Ganze verständlich genug erklärt habe. Wie gesagt, hier zum Beispiel Tantrum und dann in die Palette reinsägen. Schreibt mir mal gerne, ob ihr den kleinen Trick schon kanntet. Wie gesagt, geht auch mit Survivern oder geht auch mit Breakable Walls. Also wegen des Tantrums kann man noch einen Survivor umsägen. So, du bist dann immer noch im Tantrum drin, aber du kannst immer noch einen Survivor umsägen. Siehst du, guck mal, du kannst dich immer noch drehen, ja? Und in die Richtung, in die du guckst, schwingst du die Kettensäge. Das heißt, meinetwegen, wir sägen hier in den Baum rein und hinter dir ist ein Survivor, du hörst das. Kannst du dich immer noch in die Richtung von dem drehen und wenn er dir dann in die Kettensäge dumm reinläuft, dann liegt der auch. Ja. Und mit Paletten und Breakable Walls kann man eben das Tantrum, diesen Wutanfall abbrechen. Ja. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr das schon wusstet, ob ihr das sinnvoll findet. Und dann würde ich sagen,
machen wir jetzt direkt mit den Clips weiter und da zeige ich euch dann so ein paar Techniken oder so ein paar Sachen, die man eben, wenn man das Movement auch raus hat, ein bisschen Fingerspitzengefühl fürs Movement hat, mit Leatherface machen kann. Okay, dann würde ich sagen, bis gleich. So, den ersten Clip, den ich euch ausgewählt habe, der beinhaltet eine Jane, der ich jetzt hinterherlaufen werde. Da seht ihr sie auch. Ich habe die ganz einfachen Add-ons, mit die ich euch empfohlen habe, einmal das Chili und einmal die Knife Scratches. Also gelbe Add-ons, nichts was fancy ist. Damit verfolge ich die Jane bis zum Palettenloop und da werde ich dann einen Moonwalk vollführen. Es ist schon ein Move, der advanced ist, also da muss man schon ein bisschen für üben, da braucht man auch ein bisschen Spielerfahrung für und es gehört natürlich auch immer ein bisschen Glück mit dazu. Allerdings habe ich davon einige Clips, also ich kann euch hier jetzt ein paar zeigen. Ich weiß noch nicht, wie viel ich davon reinpacken werde. Die, die ich nicht in diesem Video verarbeite, packe ich euch dann in die Beschreibung rein. Da könnt ihr euch die dann selber nochmal angucken. Es ist ein Move, der wirklich nice ist und der wirklich auch satisfying ist. Also wenn du solche Sachen hinbekommst mit Leatherface, dann weißt du, jo, den habe ich doch schon gemeistert. Dann würde ich sagen, machen wir Clip ab und schaut es euch an. Nice. Here we go. So, was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Gucken wir uns das nochmal in Ruhe an. Wie gesagt, hier sehen wir Jane, steigen in die Chase ein. Wir laufen ihr hinterher. An dieser Stelle setzen wir unsere Kettensäge ein, weil nämlich genau hier die Sichtlinie gebrochen ist. Jane ist gerade hier hinter diesem Baum verschwunden. Und das bedeutet für uns, jetzt fängt unser Mindgame an. Ich habe euch das jetzt auf verringerte Geschwindigkeit gesetzt. Hier kommt die Kettensäge zum Einsatz. Wir haben Jane kurz gesehen, gehen zurück, gucken nach vorne, damit unser rotes Licht vorne ist. Da haben wir sie auch kurz gesehen. Jetzt fangen wir an zu chargen. Chargen in die Palette rein, drehen schnell um in die andere Richtung und sie ist drauf reingefallen. So, wir setzen natürlich unsere Ladungen immer entsprechend ein, wie ich euch das beigebracht habe. Und zack, da haben wir sie, da wird sie umgesägt. Absolut Premium, richtig gut gemacht, richtig gutes Mindgame. Und ja, das ist im Endeffekt das ganze Geheimnis. Ihr müsst also immer denken, ihr habt vor euch das rote Licht, welches ihr berücksichtigen müsst. Und in die Richtung, in die ihr guckt, guckt auch das rote Licht. Und wenn ihr damit so ein bisschen hin und her spielt, schnelle Richtungswechsel macht, dann kann das doch durchaus sehr verwirrend sein für den Survivor. Wir steigen jetzt hier nochmal von vorne ein. Wir laufen Jane hinterher. Dann kommen wir hier an die Stelle, wo die Sichtlinie bricht. Genau hier. Dann fangen wir jetzt hier an, unsere Kettensäge aufzuladen. Da guckt sie kurz um die Ecke, habt ihr gesehen. Wir gehen zurück, also ein kleiner Moonwalk. Da guckt sie wieder um die Ecke. Wir gehen wieder zurück. Wir fangen an zu chargen. Wir chargen in die Palette rein und hier drehen wir uns jetzt ganz abrupt in die andere Richtung rum. Und dann ist sie drauf reingefallen. Dann war es das. GG, easy, durch die Palette durchsägen. Und damit haben wir das Ganze schon. Ja, dann würde ich sagen, ich werde jetzt noch ein paar weitere Clips auf diese Art und Weise für euch analysieren. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren sagen, wie euch das Ganze gefällt. Und die Clips, die den Rahmen sprengen würden, weil es dann zu viel wird, die packe ich euch als Link dann einfach in die Infobox rein und die könnt ihr euch dann gerne selber nochmal angucken. Und ansonsten kommt halt einfach auf Twitch vorbei und da spiele ich auch regelmäßig Leatherface. So, der nächste Clip ist eine ganz besondere Perle. Da muss ich vorher noch ein bisschen was sagen, bevor ich den starte. Und zwar wird eine Nea vor meiner Nase gerettet von einem Jake. Dieser Jake macht das aber so, dass er eine Rambo-Rettung macht. Also er zieht einfach vor meiner Nase ab. Die Säge trifft ihn nicht. Ich habe keine Ahnung warum, das ist halt manchmal DBD. Aber achtet mal drauf, die Nea hat einen Dead Hat und einen BT und sie kommt noch zum Check und ich krieg sie aber trotzdem. Da benutze ich übrigens das Award-Winning Chili und Beast's Marks, also die stärksten Add-ons. Guckt euch das an. Das ist der Wahnsinn, was du mit Leatherface machen kannst. All diese ganzen Protection-Tools und Perks kann ich komplett aushebeln. Da würde ich sagen, legen wir los.
So, dann sind wir jetzt nochmal ganz am Anfang und jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal in Slow Motion an und ich sage euch, was da im Einzelnen passiert ist. So, da sind wir. Da kommt der fleißige Jake und zieht uns die Nähe vor der Nase ab. Hier kommt der erste Schlag. Der zählt nicht, weil sie mit den Füßen noch nicht ganz auf dem Boden ist. Das ist so eine Protection, die sie eingebaut haben. Dann kommt jetzt hier gleich Borrow Time. Zack. So. Und dann läuft sie Richtung Shaq. Ich säge mit meiner Säge hinterher. Achtet übrigens auch darauf, wann ich die Charges einsetze. Ja, kurz bevor die nächste Charge ausgelaufen ist, setze ich die nächste ein. So, jetzt kommt hier einmal ihr Deadhut, mit dem sie dann noch schnell zum Fenster kommt. Siehst du? Zack, die will nochmal Distanz überbrücken. Dann kommt sie sogar zum Fenster, springt drüber und trotzdem kann ich sie noch erwischen. Das ist der Wahnsinn. Und solche Moves schaffe ich regelmäßig. Und das war jetzt ein Hook, der draußen war. Jetzt stell dir mal vor, der Hook wäre im Keller gewesen, ja? Wenn du da im Keller bist und machst so eine Rettungsaktion, da kommst du gar nicht mehr weg. Du kannst nämlich auch die Treppe hochsägen und du kannst eben auch von innen heraus genauso an das Fenster ransägen. Hier sieht man noch das Tantrum und eventuell, wenn jetzt hier noch jemand in der Nähe gewesen wäre, hätte ich den damit auch noch umsägen können. Ja, warum die Kettensäge hier nicht auf den Jack connected, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist halt wieder so ein typisches DBD-Ding, da habe ich mich sehr gewundert. Aber ja, also muss ich mehr sagen, das sind wie gesagt die stärksten Add-ons. Timing ist immer wichtig beim Einsetzen der Charges. Jetzt habe ich sie eingesetzt, die Charge. Vielleicht einen kleinen Tacken zu früh, aber in diesem ganzen Trubel ist das natürlich auch immer schwierig, das perfekte Timing zu kriegen. Es reicht aber. Guck mal, jetzt setze ich die nächste Charge ein. Genau. Das war sogar ein sehr gutes Timing. Ja, man kriegt es nicht immer perfekt, aber das ist auch nicht schlimm. Ja, und dann hat es die Nea da zersägt. Die war auch nicht sehr glücklich darüber. Die war auch wirklich nicht sehr glücklich darüber. Aber das ist halt die Stärke von Leatherface. Und damit würde ich sagen, springen wir dann direkt auch zum nächsten Clip. So, der nächste Clip ist auch wieder ein richtiges Goldstück. Also wirklich richtig gut. Viele Survivor sind sehr greedy, wenn es darum geht, Paletten zu droppen. Gerade High-Rank-Survivor. So Safe-Paletten, Paletten, die wirklich gut sind oder wo man halt wirklich als Killer zerbrechen muss und keine andere Wahl hat. Shaq-Palette ist auch ein sehr gutes Beispiel. Wollen die bis zum Letzten irgendwie nicht droppen? Das hast du ganz, 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 ganz oft. Und in diesem Clip habe ich einen Quentin und der hat genau dieses Phänomen. Der will diese Palette in dem Gebäude nicht droppen. Wir sind hier auf Batem Preschool. Dieses Gebäude ist auch immer auf Batem Preschool da und da hast du oben drin eine Palette, die ist ultra safe. Du hast keine andere Wahl als Killer. Wenn die gedroppt wird, musst du sie zerbrechen. So, wir machen auch hier wieder einen kleinen Moonwalk, ein bisschen einen kleinen Trick. Und der springende Punkt an diesem Clip ist, der Quentin vertut sich. Der geht nicht davon aus, dass ich die Add-ons habe. Mit den Add-ons bin ich schneller und komme weiter. Das habe ich ja schon erklärt. Und da verkalkuliert er sich. Hätte ich die Add-ons nicht mitgehabt, hätte ich den Move so nicht geschafft. Du siehst es halt auch nicht so ohne weiteres, ob Leatherface die Add-ons mit hat oder nicht. Bei der Nurse merkst du halt instant, okay, die portet halt weiter. Aber bei Leatherface, da merkst du es dann meistens erst, wenn es zu spät ist. Gucken wir uns den Clip an. Oh, Minion. Ja, auch hier gehen wir natürlich wieder in Slow Motion rein und ich werde euch jetzt Step by Step erklären, was ist denn da jetzt eigentlich passiert. Also Ausgangssituation ist, ich wusste, dass Quentin oben ist und gehe hier die Treppe hoch. Ich drehe mich jetzt hier nach links und da sehe ich ihn auch schon. Und ich weiß, links in dem Raum neben mir ist eine Palette. Diese besagte Safe-Palette. In diese Palette gehe ich jetzt rein und charge meine Säge auf, damit der das hört. So, dann entscheide ich mich dazu, er kann mich ja nicht mehr sehen, ich säge jetzt in die andere Richtung und hier musst du natürlich aufpassen. Du brauchst das perfekte Timing, um die nächste Ladung zu triggern. Das ist hier ganz wichtig, achtet mal darauf. Ich triggere nämlich jetzt genau
jetzt die nächste Ladung, damit du die maximale Reichweite bekommst. Das ist ganz wichtig. Und du musst ein gutes Movement haben. Hier ist es sehr schwer zu sägen. Also wenn du hier irgendwo an den Pixel hängen bleibst, dann kriegst du sofort das Tantrum. Das muss man üben. Aber wenn du das übst, dann gehst du da durch. Ich habe im Stream gesagt, wie eine Elfe. So, und der Quentin hätte hier die Palette nämlich droppen müssen. Das ist genau der Fehler, den er gemacht hat. Das ist genau das, wovon ich gesprochen habe. Durch diese Add-ons bin ich so schnell, dass ich da noch drum rumkomme. Ich glaube, hier hätte ich das sogar noch mit den schwächeren Versionen von den besagten Add-ons geschafft. Und hier wäre ich auch noch in der Lage gewesen, mit den schwächeren Add-ons durchchargen zu können. Ja, was will man tun, Quentin? Man darf nicht zu greedy sein gegen Leatherface. Der ist richtig gefährlich an den Paletten. Easy peasy. Also wir fassen zusammen. Timing vom Auslösen der Ladungen ist sehr, sehr wichtig. Und on top of it ist sehr, sehr wichtig, dass ihr das gute Movement habt. Dass ihr richtig schön durchslidet. Ich werde euch noch einen Clip zeigen. Das ist dann auch der letzte, weil das Video ist schon fast eine Stunde lang. Und dann sind wir auch schon durch mit dem Tutorial. So, der nächste Clip ist ein Shack Loop. Das Shack ist ein sehr wichtiges Gebäude, hast du so gut wie auf jeder Map. Also die Indoor-Maps haben es nicht, aber sonst die ganzen anderen Maps haben immer ein Shack. Und da wirst du sehr oft und sehr lange als Killer bespaßt. Und da kann man einen Moonwalk machen. Natürlich ist dazu zu sagen, das funktioniert nicht immer, ne? Also man muss immer gucken, welche Situation hat man, und deswegen habe ich hier auch ja auch für die Clips verschiedene Situationen ausgewählt. Es kann natürlich auch sein, dass ein Survivor auf einen Moonwalk nicht reinfällt, weil der halt smart ist und weil er das halt predicted. Aber es funktioniert halt in sehr vielen Fällen. Ein Mindgame ist halt ein Gamble, und mal gewinnt man den Gamble und mal gewinnt man es nicht. Es hat halt auch damit zu tun, bist du in der Lage, den Survivor zu lesen. Kannst du den richtigen Read machen? Das ist wichtig, das muss man beachten. Ich gebe euch hier also grundsätzlich eine Idee, und ihr könnt das natürlich variieren. Ihr könnt gucken, was habt ihr für eine Map, was habt ihr für Survivor, und ihr könnt natürlich mit eurer Kreativität die Sachen so umsetzen, dass ihr die Tools, die ich euch hier mitgebe, auch anders einsetzt, um dann im Endeffekt in der Situation adäquat darauf zu reagieren. Aber gut, dann kommen wir jetzt zum Shack Loop. Ich lasse den Clip einfach mal abspielen. Film ab. Das ist jetzt quasi in Anführungsstrichen der neue Leatherface. Neu ist es nicht. Aber du weißt, was ich sagen will. Das war ein schöner Fake. Ist doch cool. Solche Sachen kannst du mit dem machen. Super cool. Ja, ihr habt es gesehen. Also auch am Check kann man durchaus eine Menge Freude mit Leatherface haben. Ich glaube, dass ich in diesem Clip auch mit den schwächeren Add-ons klargekommen wäre. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, da wäre noch ein bisschen Luft gewesen. Also, wie gesagt, auch die schwächere Variante von diesen beiden Add-ons kann man gut benutzen. Aber dann würde ich sagen, steigen wir mal eben in den Slow-Mo, in die Slow-Mo-Review rein. So, Claudia läuft auf das Shack zu. Ein verhältnismäßig sicherer Loop mit einer sehr sicheren Palette, die ihr übrigens auch nicht wasten solltet. Benutzt diese Palette wirklich nur, wenn ihr sie ganz dringend benötigt. Und campt sie auch vor allen Dingen nicht. Das ist nicht so toll. Claudia läuft jetzt aufs Fenster zu und läuft einen kleinen Bogen. Das macht sie ganz smart. Sie will den Quick Vault kriegen. Also sie weiß schon, okay, ich muss halt straight aufs Fenster zulaufen, sonst kriege ich nur die mittelschnelle Klettergeschwindigkeit. Ich laufe einmal in die Checkpalette rein und gucke, was macht sie. Aha, sie klettert wieder zurück. Also gehen wir auch wieder nach außen. Sie arbeitet hier so ein bisschen schlampig. Sie hätte näher an der Wand entlang laufen können. Dann verschenkt sie eben keinen Raum. Versuche ich als Killer auch. Immer so eng wie möglich an den Wänden entlang laufen, damit du so wenig wie möglich Distanz verschenkst. Sie geht jetzt hier in die Tür rein. Wir laufen hinterher und wir zeigen ihr einmal das rote Licht, damit sie denkt, dass ich hier hinterherlaufe. Dann laufe ich zurück und ziehe gleichzeitig die Säge auf. Und dann drehe ich mich um und ich höre jetzt auch schon, dass sie über das Fenster drüber gesprungen ist. Und damit ist sie halt auf mein Mindgame reingefallen. Und wir sägen halt jetzt ihr hinterher. Hier musst du auch nicht so ganz krass auf die Ladungen achten, wie du sie timest, weil die Distanz, die ich hier überbrücken muss, die ist so minimal. Da kommt es nicht auf ein wer weiß wie gutes Timing an. Ja, easy peasy, damit haben wir Claudia umgesägt und ja, das war's. Damit geht sie dann auch direkt ins Kellerloch. Das ist schon wirklich
Massiv. Okay, dann würde ich sagen, war das jetzt erstmal der letzte Clip, den ich euch so runtergebrochen habe. Ich könnte das eventuell auch noch für weitere Clips machen in einem anderen Video. Aber damit kommen wir jetzt erstmal zum Ende und dann sage ich noch ein paar abschließende Worte und dann sehen wir uns gleich wieder. So, damit kommen wir dann auch schließlich zum Ende von meinem Tutorial. Dieses Tutorial war jetzt insgesamt ein bisschen länger. Ich habe einige neue Sachen ausprobiert, insbesondere die Analyse der Clips war so eine neue Idee, die ich mal ausprobieren wollte. Ich habe mich so ein bisschen mit Sony Vegas vertraut gemacht und habe mir mal angeguckt, wie funktioniert das denn, wenn man jetzt irgendwie so Standbilder, Slow Motion machen möchte. Ich hatte an der einen Stelle diesen fancy File, ich habe das jetzt nicht so viel genutzt. Hätte ich auch noch mal ein paar Mal mehr einbauen können. Dennoch glaube ich, dass mir das fürs erste Mal ganz gut gelungen ist auf diese Art und Weise. Und ihr könnt mir ja gerne sagen, wie euch das so gefallen hat. Es ist wie gesagt viel, es ist lang, aber dafür hat man halt auch wirklich ein Tutorial über Leatherface, was so ziemlich alles abdeckt. Es ist eben die Essenz meiner Erfahrungen, die ich mit Leatherface und generell mit diesem Spiel gemacht habe. Man könnte definitiv nochmal ein Nachfolgevideo machen, wo man nochmal separat Clips durcharbeitet und dann erklärt, was passiert da, warum mache ich das, was ist mein Gedankengang. Das hatte ich auch schon mit der Nurse angefangen, da wollte ich das ja auch auf jeden Fall noch weitermachen. Es ist aber natürlich immer sehr, 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 sehr viel Arbeit. Also ich habe jetzt hier an dem Video eine ganze Nacht gesessen und mein Montag-Schontag, das ist das, was ich jetzt sehr oft an meinen Montag-Schontag-Tagen mache. Und ja, ist nicht so, dass ich es nicht gerne mache und ich sehe auch, dass ihr YouTube sehr, sehr mögt und ich werde es auch auf jeden Fall noch für andere Killer machen. Ich muss mal gucken, wie ich das hinbekomme und ob ich das eventuell nochmal so umfangreich für einen weiteren Killer mache. Möglich, ausgeschlossen ist es nicht, kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wie euch das Ganze gefällt. Ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, gebt mir gerne einen Kommentar. Kommt gerne zu Twitch auch rüber. Lasst mir natürlich auch auf Twitch ein Follow da. Habt viel Erfolg mit Leatherface. Es ist ein cooler Killer. Man kann eine ganze Menge mit ihm machen. Vielleicht habt ihr noch ein paar andere Anmerkungen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten YouTube-Video wieder. Oder wir sehen uns natürlich auch auf Twitch. Montags ist Schontag. Da mache ich YouTube-Videos, wie angesprochen. Aber von Dienstags bis Sonntags 21 Uhr. Könnt ihr euch auf mich verlassen? Gibt's Content, Content, Content. Alles klar. Passt auf euch auf und bis denn dann. Bye, bye.